Alois Stöger ist der nächste Redner. Auch er kandidiert nicht mehr für den Nationalrat. Vor 100 Jahren die ersten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in dieses Haus eingezogen sind, haben sie eine Idee gehabt. Nämlich die Idee, dass eine Demokratie keine Angst verträgt. Und sie haben gesagt, wir wollen den Menschen die Angst nehmen vor Armut im Alter. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie dieses Ziel umsetzen haben können. Und sie haben immer dafür gearbeitet, dass das umgesetzt worden ist. Als die erste sozialdemokratische Regierung in Österreich war, hat es ein Feuerwerk an Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen gegeben. Es war das, was Ferdinand Hanusch für die Lebenswelt von Männern und Frauen, die gearbeitet haben, erreicht haben. Und ich bin dem August Wöginger dankbar, weil er heute was anerkannt hat. Er hat nämlich anerkannt, dass die Bauern eine Pension haben, von der sie leben können. Wer hat es eingeführt? Die Sozialdemokratie 1974, Bruno Kreisky. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und darum geht's. Die Sozialdemokratie will immer die Angst der Menschen reduzieren, damit sie in ihrem Leben ihre Bedingungen haben können und gut leben können. Und bei der Pension wird es ganz, ganz deutlich. August Wöginger hat jetzt gesagt, wenn man in ein System weniger einzahlt, dann wird man nachher weniger rauskriegen. Ich bin ihm dankbar dafür, weil er hat recht. Aber er hat heute Vormittag ein Finanzminister der ÖVP gesagt, wir müssen die Lohnnebenkosten senken. Das heißt, man zahlt weniger ein. Und das ist die teuflische Beschreibung von dem, dass es da herinnen Parteien gibt. Der Luaka sagt es eh deutlich, wir wollen die Pensionen kürzen. Die sagen es nicht so direkt, sondern sie machen es leise und langsam. Und insofern bin ich heute froh, dass es da deutlich geworden ist, worum es auch geht. Und wenn man 1955 in Österreich ein Sozialversicherungsrecht eingeführt hat, mit dem Ziel, Armut im Alter zu verhindern, dann war es nicht nur die Sozialdemokratie, aber es waren die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ganz, ganz vorn. Und August Wöginger hat auch recht, wenn er sagt, wir müssen das Recht auf Abgeltung der Leistung im Alter durch die Pensionen sicherstellen. Lieber August, genau das wollen wir auch. Und wir wollen das ganz, ganz besonders auch bei denen, die jetzt in jene Pension gehen, wo sie es ihr nicht tat, nämlich der Korridorpension, die straft sie zweimal. Und damit ihr den Unterschied merkt, liebe Bevölkerung, was der Unterschied ist zwischen dem, was da geredet wird und zwischen dem, was Handeln ist, bringen wir einen Abänderungsantrag ein mit folgender Zielsetzung. Wir wollen, dass man jetzt Sicherheit hat, was kriege ich denn für Pension, wenn ich in Pension gehe, und zwar so rechtzeitig, wie ich auch arbeitsrechtlich was tun muss. Wir wollen nicht lebenslange Pensionsverluste, nur weil ich 3 Monate vorher geboren bin und das sich mein Jahr nicht ausgeht. Das wollen wir verändern. Wir wollen auch, dass die Frauen nicht die Geschnopften sind, und wir wissen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung, der Arbeitenden, bei den Beamten ist es ein wenig anders, aber der arbeitenden Bevölkerung kann sich nicht aussuchen, wann sie in Pension angeht, und daher wollen wir eine Rechtssicherheit haben. Und was wir auch wollen, ist ganz deutlich. Wir wollen diese schreiende Ungerechtigkeit der Aliquotierung 2022 von den Pensionen, das wollen wir rückwirkend verändern, weil das ist eine Sauerei, wie man damals die Menschen geschnopft hat. Und daher bringen wir den Abänderungsantrag zum Bericht des Budgetausschusses über den Antrag 4141a der Abgeordneten Josef Mutsch, der Abgeordneten August Wöginger und Markus Kotzer ein, zum Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauernsozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz, das Pensionsgesetz 65 und das Bundestheaterpensionsgesetz und das Bundesbahnpensionsgesetz geändert werden, 2729.09 der Beilagen ein. Er ist ausgeteilt, daher brauche ich ihn nicht verlesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ihr das glaubt, was der August Wöginger gesagt hat, dann müsst
wirst unseren Antrag heute zustimmen. Wir werden insgesamt den Pensionserhöhung zustimmen. Und abschließend von mir noch, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine solidarische Gesellschaft erhalten. Und in dem Sinn ein herzliches Glück auf. Alois Stöger von der SPÖ war das. Er sagt, die Senkung der Lohnnebenkosten würde bedeuten, dass man weniger einzahle, was im Endeffekt weniger Pension bedeutet. Und er bringt einen Abänderungsantrag ein, die geregelte Aliquotierung der Pensionen aus 2022 soll rückwirkend verändert werden.